Waltraud Dietrich vom Team Stronach ist als letzte Rednerin in dieser kurzen Debatte zu Wort gemeldet. Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Wir haben vorige Woche eine Enquete zum Thema CETA und TTIP gehabt. Und all jene Abgeordnetenkollegen und Kolleginnen, die dabei waren, die können sich hier nicht herstellen und ohne Wenn und Aber diesen Handelsabkommen zustimmen, wenn sie die kritische Meinung vieler Experten ernst nehmen. Und meine geschätzten Damen und Herren, Globalisierung ist gut, aber es ist nicht das Allheilrezept. Globalisierung ohne Rahmenbedingungen bringt viele, viele Globalisierungsverlierer. Und diese Globalisierungsverlierer haben beim Brexit die Antwort gegeben. Und deshalb, meine geschätzten Damen und Herren, ist es mehr als richtig, verantwortungsvoll mit Abkommen umzugehen, die sich nicht nur auf den Handel beziehen, die, so es Experten sagen, das Ziel haben, einheitliche Standards, einheitliche Reglements zu schaffen. Der Brexit ist ein Zeichen, dass das Vertrauen in die Europäische Union verloren gegangen ist und auf der anderen Seite die Antwort der Europäischen Union ist, dass sie weiter im stillen Kämmerchen dahin verhandeln, ohne die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen. Meine geschätzten Damen und Herren, unsere Kritik bezieht sich vor allem darauf, dass es kein Handel auf Augenhöhe ist. Allein die Kernarbeitsnormen werden von Kanada nicht vollzogen. Und das ist auch der Grund, weil sogar der kanadische Chef der Gewerkschaft, Hassan Youssef, dieses Abkommen sehr kritisch sieht, weil er sagt, seine Arbeitnehmer sind nicht geschützt. Noch mehr müsste das für unsere Arbeitnehmer gelten. Und da frage ich mich, wo ist im ÖAB die kritische Stimme, die die Arbeitnehmer vertritt? Es kann doch nicht sein, dass nur eine Politik für Großkonzerne, für Großunternehmen gemacht wird und die kleinen Strukturen auf der Strecke bleiben. Und auch die Versprechungen, da wird es jetzt ein Wirtschaftswachstum geben. Wir alle können uns noch daran erinnern, vor der Osterweiterung, EU-Osterweiterung, da hat es auch so eine Goldgräberstimmung gegeben. Im Nachhinein gibt es viele Unternehmen, die draufgezahlt haben, die sogar pleite gemacht haben wegen der EU-Osterweiterung, wegen dem falschen Versprechen. Deshalb, glaube ich, sollten wir sorgsamer mit Verantwortung gegenüber den Bürgern umgehen. Es gibt unterschiedliche Studien. Eine zum Beispiel von der US-Universität Tufts, die sagt, die EU wird bis 2023 200.000 Arbeitsplätze allein aufgrund von CETA verlieren. In Kanada werden 30.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Es gibt aber auch Studien der Kommission, die das positiv darstellen wollen. Die sagen, die EU wird um 0,08% profitieren, Wirtschaftswachstum, Kanada um 0,76. Also sehr, sehr geringe Werte. Meine geschätzten Damen und Herren, CETA ist eine Entmachtung der Parlamente. Es ist ein lebendiges Abkommen, wo ein Ausschuss im stillen Kämmerchen dann weiter dran feilen kann, wie man Anhänge und Protokolle verändert. Das heißt, was wir heute beschließen, wir wissen nicht, was morgen und übermorgen in diesem Abkommen drinstehen wird. Deshalb unsere äußerst kritische Haltung. Und zur SPÖ. Es ist schon sehr verwunderlich, wenn derjenige, der die Abstimmung bei den Mitgliedern durchführt, dann in der ZIP 3 selbst nicht einmal weiß, was CETA ist. So viel zur Glaubwürdigkeit dieser Regierungspartei. Und ich bin schon neugierig, was der neue Deal vom Bundeskanzler Kern bedeutet. Ist der neue Deal vielleicht, dass ein klares Nein der Bevölkerung zu CETA, ein klares Nein bei der Abstimmung ihrer Parteikollegen zu einem Ja, aber umgeformt wird. Ist das der New Deal? Ja, da freue ich mich schon, wie die Parteimitglieder sich über die
Entscheidung des Bundeskanzlers freuen werden. Zu viel zu seiner Glaubwürdigkeit, zu viel zu dem, was er Neues an Stil, Neues an Engagement in dieses Land eingebracht hat. Danke. Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.